Willkommen zurück im Drakensang Online in 12 Folgen mit mir, Peter Busch. Und wir schauen mal hier rein. Warum wird mir denn jetzt keine Quests angezeigt? Was ist denn das für ein Driss? Ich will keine Events. Ach, scheiß drauf. So, den Mist hier müssen wir noch machen. Hagersdorf Grotten. Da sind wir ja wohl drin, oder? Oder? Nein? Wo sind wir denn? Wie heißt denn der Shit hier? Hagersdorf Grotten. Okay. Gehen wir einfach mal die Hexen töten, die rote Kreise um sich rum haben, ha? Klingt doch nach einem total hervorragenden Plan. Von meiner Seite her, oder? Jawohl, so ist das. So, wir gehen hier einfach mal ganz flissentlich, was uns hier so entgegenrennt. Und laufen mal nur die Fähnchen ab, an denen wir noch nicht waren. Oder jedenfalls nicht bewusst waren. Ich bin so frustriert hiervon. Das Questlog ist shit. Ist absoluter Shit. Das hätten sie auch direkt weglassen können. So, aber hiermit hatten wir schon mal interagiert. Das heißt, hier kann nicht sein, was uns gerade angeblich fehlt. Schauen wir mal, was hier hinten rumliegt. Ist hier irgendwie? Ja, hier ist noch so eine blöde Hexe. Okay. Okay, das ist nicht so. Nicht so optimal, was ich hier gerade mache. Ah, ist überhaupt nicht optimal, was ich hier gerade mache. Yay, Level Up. Sweet Baby Jesus. Okay, ist doch relativ optimal, was ich hier gerade mache. Deal. So, dann nehmen wir mal gerade hier die interessanten Sachen auf. Okay, wir brauchen. Wir gucken mal gerade, was das hier kann. 19 Lebenspunkte, Noob. Dann machen wir eben den Level-Up-Kram. Weil es sowieso noch überhaupt nichts bringt. Dann gehen wir noch die andere Hexe töten. Ach, da ist wieder so eine. Ist das so eine Essenz? Ne, eine Sphärenscheibe. Scherbe. Whatever. Aua. Gott. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Und lass mich an der rechten Stelle stehen. So, hier vorne war noch irgendwo eine. Da auf dieser. Nee. Nee, geh weg. Auf dieser Beuge hier vorne. Ein bisschen weiter unten müsste noch eine gestanden haben. Die hier. Richtig. Genau die hier. Verteidigen wir uns mal eben. Juhu. Verteidigen wir uns nochmal. Mhm. So, damit hätten wir Bibi Blocksberg auch vernichtet. Magisches Kieselschrott. Sweet. Ein unreiner Diamant. Mächtiges wäre der Heilung. Brauchen wir nicht. Okay, dann gucken wir mal schick ins Inventar. No. No. Au. Oh. Hm. Nee. Nee. Plus 3 auf. Oh, das ist ein Sockelstein. Okay. Deal. Ein Sockelstein. Ich weiß gar nicht, wo wir das bisher schon mal gefunden haben. Ich glaube, hier hinten waren wir auch noch nie. Jedenfalls. Ah! Nein, die Gegner kann ich mich nicht erinnern. Also, nicht hier. Das heißt, das hier dürfte dann Ulrich sein. Wer hätte das gedacht?
Shit. Nicht clever. Nicht clever. Nicht so happy. Nein, 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 nein. Mist, Driss, nicht gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was Driss ist. Was ist denn das für ein Wort? So. Haben wir jetzt nur die Pappnase hier stehen. Hatten nur noch die Pappnase hier stehen. Und das Finsterauge aufnehmen. Bringe das Finsterauge zu Bla in Bla. Nö. Was wir jetzt machen werden, wir gucken in unser Questlog. Und sagen, nimm das Buch im südöstlichen Weg. Südöstlich, okay. Südöstlich. Hier brauchen wir auch noch was. Bringe Matthew und das die für, ich glaube, wir haben die jetzt alle gefunden. Südöstlich. Südöstlich. Also da. Da müssen wir hin. Kann ja gar nicht anders sein. Ich glaube, da waren wir auch tatsächlich nie. Okay. Also. Das Questlog ist shit für Menschen, die nicht lesen möchten, weil sie keine Zeit dafür haben, sich großartig mit dem Questlog auseinanderzusetzen. Ändert nichts daran, dass das Questlog shit ist. Ich mag aber, dass mittlerweile alle Action-RPGs sich auf diese Lebenskugelgeschichte so mehr oder weniger geeinigt haben, dass es das einfach so Standard ist geworden ist. Finde ich gut, weil ich mag das. Gibt den Kämpfen irgendwie so ein bisschen mehr, diese Trankschluckerei hat mich immer früher genervt, so bei Diablo 1 und so. Gott, hatte ich immer viele Tränke dabei. Diablo 2 war fast noch schlimmer. Auch nur, weil ich nicht so besonders gut bin in solchen Spielen. Und dementsprechend viele, viele Tränke brauche. Um zu erledigen, was andere in 2 Minuten schaffen. Holy! Boi. Ein paar zu viele. Hier müsste jetzt noch eine sein, richtig? Da ist sie. Da ist sie. Fresst! Das da. Okay, wir müssen jetzt dann rein theoretisch alle haben. Das heißt, ich kann wieder gehen. Mehr Quests gibt es jetzt hier nicht. Wir haben jetzt 3 Quests beendet. Ich denke mal, wir hätten alle Quests in einem Aufwasch beenden können, wenn ich darauf geachtet hätte. Jetzt weiß ich natürlich für die Zukunft, aber wie gesagt, wenn das Questlog einfach ein bisschen umfangreicher wäre, im Sinne von, es wird mir alles angezeigt, was ich hier machen muss, dann hätte mich das jetzt alles nicht so krass genervt, wie es mich gerade genervt hat. So, wir laufen. Erstens ist es gesünder und zweitens ist es besser für den Geldbeutel. Und die Kombination ist unschlagbar. Ist einfach unschlagbar. Können wir nichts Besseres machen. Geld sparen und die Gesundheit für den Mann. Das ist wie Fahrradfahren, nur besser. Richtig? Ihr braucht gar nicht zustimmen. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich weiß es einfach. So, gehen wir mal hier wieder raus. Gehen jetzt Questies abgeben. Ich sehe nur 2 Fragezeichen. Warum? So, squish. Du. Nimmst mir jetzt gefälligst 2 Quests ab. Nein? Okay. Jetzt sind da oben wieder 2 Quests aufgetaucht. Gehen wir erstmal reparieren und verdingsen. So, hier, komm. Da, nimm meinen Sheet. Wer will denn hier diese Dinge haben? Ich will die gerne mal loswerden. So lange nur so sicher. Ach, da hinten ist so ein Fragezeichen. Ist das ein Fragezeichen? Ist das der eventuell? Du? Tabu. Sphären. Oh, ich könnte... Ich könnte einen von diesen Event-Dingern machen. Was gibt's denn dafür? Finden wir das doch mal gerade raus. Was gibt's denn hierfür? Nichts. Das wäre ein Weg nach. Ach, das sind die Belohnungen. Will ich nach Warholm oder nach Blackborg? Wisst ihr was? Das machen wir das nächste Mal.
Gehen wir in eins von diesen Event-Dingern rein. Gucken mal, was da so gibt. Oh, wir nähern uns dem Pferd mit kleinen, kleinen Baby-Schritten. Na, wir tun es. Und einfach nächstes Mal so ein Event. Jetzt erstmal will ich alle Quests gerne abgeben. Du. So. Okay. Ah, so. Cool. Was haben wir im King's Hill? Königskrypta, Katakomben. Wo sind die Katakomben? Katakomben? Sind das die Katakomben da unten? Oder sind das Katakomben in eine andere Richtung? Wir gehen mal gucken, ob das die Katakomben hier unten sind. Oder nicht. Wenn die es nicht sind, müssen wir womöglich woanders hin. Was heißt womöglich müssen wir mit... Alter, geh mir aus dem Weg! Deswegen mag ich andere Leute nicht. Stehen immer nur im Weg. Machen alles unnötig schwer. Okay. Kleine Gruft, das ist definitiv nicht der Punkt, an den sie mich schicken wollten. Cheat. Cheat. Das war nicht mein Plan. Noch relativ beeindruckt von der Grafik. Die ist eigentlich sehr, sehr simpel, aber doch ausreichend interessant und gut. Also ich mag die Weltgestaltung. Das ist sehr erfreulich. Vor allem, wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, dass das hier nun mal das schwarze Auge ist. Macht mich das erst recht zufrieden. Und ich mag das schwarze Auge. Und das schwarze Auge erleben ist immer ein bisschen interessanter, als sich es nur vorzustellen. Nicht wahr? So. Katakomben, das wäre das. Ja. Ach, dann gehen wir doch dahin. Gehen wir doch in die Katakomben. Was ist das jetzt für ein Driss? Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist, woher es kommt und was es soll. So, okay. Dann gehen wir mal hier um zu dem Fragezeichen. Was ist das? Nee, ich möchte nicht in eine Gilde eingeladen. Wir nehmen die weg. Hast du dir so gedacht, ha? Dass ich in eine Gilde will? Hast du dich aber schön getäuscht. Ganz schön getäuscht hast du dich da. So, das ist irgendwie zu einfach gewesen gerade. Oh wow. Ich mache an denen ja mal gar keinen Schaden. Bring die Nachricht zum Knappen in King's Hill. Was sollen wir noch machen in den Katakomben? Erlange die Befehle von Neferati beim geschändeten Altar. Beim geschändeten Altar. Wo wird der wohl sein? Ignorieren wir einfach mal wieder alles, was hier so herumrennt. Machen wir es uns doch einfach. Haben wir gesehen, dass wir mit Massen gut umgehen können mittlerweile? Bist du ein geschändeter Altar? Nee. Hier ein geschändeter? Holy shit. Das sieht aus wie ein geschändeter Altar. Oh. Warum wirkt das denn manchmal grün? Oh yeah. Ich glaube, wir haben wieder eine Essenz. Oh yeah. Was ist das? Eine legendäre Schatzkiste. 100 Dietriche. Schui. Ich meine das ernst, ha?
So, gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben ja jetzt gerade einen legendären Gurt bekommen, der alles besser macht. Den nehmen wir auch. Verzichten wir ein bisschen auf die kritische Trefferwertung. Das ist völlig recht. So, wo könnte denn hier noch ein geschändeter Altar sein? Vielleicht da hinten. Vielleicht ja da hinten. Gehen wir doch mal gerade gucken. Bist du ein geschändeter Altar? Nö. Bist du ein geschändeter Altar? Nö. Auch kein geschändeter Altar. Upp. So, oh, no, no, Sackgasse. No, 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 no. No, 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 no. Könnte denn noch ein geschändeter Altar sein, wenn der schon nicht hier ist? Hier waren keine Befehle, richtig? Ich hab das nicht irgendwie versehentlich übersehen oder sowas. Nein. Ah, Kiste. Ist hier vielleicht ein geschändeter Altar? Hier hinten in diesen Höhlengängen. Aua. Macht ihr mal. Frechheit. Da, viel Spaß damit. Na, vielleicht sollte ich wirklich nur dann kämpfen. Ist hier ein geschändeter Altar? Ne? Nur noch eine kleine Kiste. Oh oh. Eine Essenz oder sowas? Das ist oder sowas ist eine Essenz. Dann kann ja eigentlich der geschändete Altar nun da hinten irgendwo sein. Richtig? Richtig. Dann gehen wir auch schnell noch dahin, dass wir nicht 700 mal hier reinlaufen müssen. Thema 700 mal hier reinlaufen. Shit. Naja, schießt ihr mal auf die Wand. Mir soll es recht sein. Oder wollen wir jetzt hin? Ach nein, wir laufen da nicht hin. Wir kriegen bestimmt gleich noch einen Auftrag, hier noch irgendwelche Befehle zu holen oder irgend so einen Driss. Was ist denn los mit diesem Wort? Warum ist das so tief in meinem Wortschatz drin? Was soll das denn? Soll aufhören. Ich möchte das nicht. Ja, dann gehen wir mal eben hier hin, geben die eine Quest ab, die wir abgeben können. Wir können hier so was. Okay. Alles klar. Ich werde mich nicht beschweren, dass ich zwei Quests abgeben kann. Wir haben irgendeine Streunerhaft. Wir haben irgendwelche Errungenschaften erhalten. Weil, wieso auch nicht? Gell, wieso auch nicht? Zeig mal her, nimm mal hier. Ich möchte den Mist jetzt endlich abgeben können. Wem gehört denn das? Wer ist denn das? Wer wollte das denn? Katakomben. Königskrypta. Kinsil. Ah, man soll aus der Werkbank, aus den Sammlerstücken etwas Besseres herstellen. Wo ist denn die Werkbank? Wo ist denn die Werkbank? Ist das hier eine Werkbank? Womöglich ist das eine Werkbank. Schauen wir mal. Quests lesen hilft. Quests lesen ist nützlich. Sieht aus wie eine Werkbank. So. Und jetzt packe ich das hier alles rein. Richtig. Du, 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 du. Jetzt sage ich kombinieren. Jetzt habe ich magische Sammlerstiefel. Und die bringe ich jetzt zu wem? Den da unten. Okay. Dann kriege ich ja vielleicht noch ein Level up. Oder? Doch, bestimmt. Wird schon drin sein. Hey du. So, okay, kein Level up, aber... Ja, okay. So, was haben wir jetzt noch?
Königskrypta, Königskrypta, Königskrypta. Das heißt, da gehen wir als nächstes hin. Ich nehme an, das ist dann dieses Ding da oben. Kann ich mir jetzt schlecht anders vorstellen. Oder ist es einmal durch die Katakomben durch? Moment gerade. Wilder Wald. Dann muss es durch die Katakomben durch sein. Okay. Das Event machen wir dann als nächstes. Und bis dahin. Macht's gut.